Jo Freunde, herzlich willkommen zur 17. Folge von Minecraft The Craft. Ja, ich hoffe, ihr habt den Livestream gesehen. Wenn nicht, könnt ihr ihn noch anschauen. Da habe ich Schleimbälle geholt und wollte den Geheimgang bauen, was eigentlich der Plan für diese Folge war. Doch ich habe gesehen, ich brauche Glowstone. Das heißt, wir müssen in die Nether und das ist das, was wir diese Folge machen. Natürlich braucht man dafür erstmal zwei, drei Diamanten für die Dia-Spitzhacke, Lava und Wasser. So, wo haben wir denn Stöcke hier? Also machen wir uns einen Nether-Zugang. So, erstmal Dia-Spitzhacke. Ah, die sieht auch sehr schön aus. Und dann brauchen wir natürlich auch Eimer. So, und wenn es euch gefällt, lasst ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Jetzt sind in jedem Video Playlists in der Beschreibung und in den Kommentaren Links für die Playlists. Checkt die aus. Checkt allgemein die Playlists aus. Vielleicht ist immer was für euch dabei. Würde mich freuen. Ansonsten, ja, habe ich auch wieder mal War Robots gemacht. Dafür gibt es auch eine Playlist. Checkt die auch gerne aus. Und teilt gern mit Freunden, könnt mich gern weiterempfehlen. Vorschläge in die Kommentare und alles drum und dran. Ja. So, der Mond geht auf. Los geht's, wir brauchen Wasser, denn wenn Lava auf Wasser trifft, entsteht ja nur Pflasterstein. Ja, deswegen braucht man Wasser, was man in die Lava reintut. Und genau dies werden wir auch tun. So. Meines Erachtens nach müssen wir einfach geradeaus. Denn dort habe ich Lava gesehen. So, wir brauchen 8, 12 Blöcke Obsidian. Eisen und Feuerstein habe ich. Ist eigentlich nur die Challenge, Lava zu finden. Selbst in meiner Mine habe ich keine. So. Das Lustige ist auch, die Spitzhacke macht genauso viel Schaden wie mein Schwert. Also könnte ich die auch als Waffe benutzen. Ja, so viel dazu. So. So, rechts ist dieses Eisbergebiom. Dort habe ich einen Lava-Wasserfall gesehen, sage ich mal. Wenn wir es, oder wenn ich es schlau anstelle, kann ich da vielleicht sogar eine unendliche Quelle machen. Ah, da drüben, genau. Wie gesagt, wenn ich es schlau anstelle. Wow. Der Delfin zeigt erstmal seine Skills. So, wo war das da drüben genau? Wir haben auch zwei Schatzkarten im Stream gefunden. Der war nicht geplant eigentlich. Aber ich wollte jetzt nicht die Schleimbälle offscreen holen, dass sie denkt, dass ich die gecheatet hätte. Deswegen habe ich einen Livestream eingeschoben.
Ist ja auch okay, denke ich. Ihr müsst ihn ja nicht anschauen. Das ist einfach nur als Beweis, ich habe nicht gecheatet. Ja. Denn es gibt immer so ein paar Leutchen, die dann denken, wenn man etwas hat. Lol, warum wird da jetzt Cobblestone draus? Das will ich nicht verstehen irgendwie. Moment mal. Da wird dann Cleanstone draus. Okay. Ja, was machen wir denn jetzt mal? So. Ein Obsidian, okay. Gut, sieht wohl so aus, als müsste ich eine Quelle finden. Das wäre. Oh. Kriegen wir dann noch einen Eimer raus? Nee. Aber vielleicht Obsidian? Nee. Ja, das sieht jetzt aus, als hätte ich das hier hingebaut. So. Das ist natürlich nicht so nice. Was will man aber dagegen tun? Dann heißt es jetzt auf zurück. Doch das erspare ich euch. Bis gleich. So Leute, ich bin jetzt hier beim Mineneingang und werde jetzt mal nach unten graben, um auf Lava zu stoßen. So. Genau. So, ich würde sagen, hier graben wir nach unten. Doch das Graben werde ich euch ersparen. Ja, bis gleich. So, ich bin jetzt schnell mal nach Haus gegangen, um mir ein paar Sachen zu holen. Crafting Table, Bett und so weiter. Und ja. So, Leute, ich habe eine Höhle gefunden. Da drüben ist Lava, wie ich sehe. Seht ihr es? Ich muss aber erstmal hier den Creeper killen. Einer ist mir vor uns hier schon in der Luft geflogen. Deswegen habe ich so wenig Leben. Ist aber auch kein Problem, solange ich hier nicht sterbe mit meiner Dia-Spitzhacke. Irgendwo ist auch eine. Sch Ernsthaft? Wo kommst denn du jetzt her? Ich hasse Creeper. Ich bräuchte noch ein paar Fackeln. So. Mal ausleuchten hier die Höhle. Ah, ist wieder nur so ein Lavastrom. Schade. Ist jetzt nichts. Oder wohl? Naja, es geht weit runter, aber es wird dann eh zum Cobblestone. Ah. So. So, hier ist nix. Das Eisen sehe ich natürlich, aber das nehme ich jetzt nicht mit. Das ist jetzt nicht das, was ich suche. Aha, von hier also. Uiuiui, da ist ein Smaragd, Leute.
Da ist ein Smaragd und eine Spinne und Gold. Gold über Gold. Und noch ein Smaragd. Leute, zieht euch das rein. Ich habe noch nie ein Smaragderz gefunden. Was ist das? Oh, ein Villager-Zombie. Ah. Keine Stöcke mehr. Wo war jetzt das zweite Smaragderz? Ich brauche erstmal Stöcke. Ah, hier. Zwei Smaragderz. Oder Smaragd halt. Aber leider keine Lava. Ja, mit Kettenrüstung. Ganz chillig. Hey. Creeper, ich hasse Creeper. Ja, ganz chillig, Goldrüstung, ist ja nix. Water, save me. Ja, ich tue jetzt mal zur Lava gehen und dann bis gleich. Ist wieder nur ein Obsidian draus geworden. Sad life. Was will man tun? Ich grab dann mal weiter. Ah, Leute, wer sagt's denn? Hier ist Lava unter mir. So, erstmal schön Obsidian machen. Oh, noch ein Smaragd. Ui. Sehr nice. So. Holen wir uns erstmal das, was wir brauchen. So. Vier, noch acht Stück. So, aber ich würde sagen, das erspare ich euch. Und dann melde ich mich, wenn ich diese 12 Blöcke geholt habe. So, Freunde, 16 neue Obsidian. Ich hole mir natürlich auch noch den Smaragden hier. So, und jetzt geht's auf nach oben und ans Portal. So, den Weg nach oben erspare ich euch wieder. Und dann bis gleich. So, bin jetzt wieder an der Oberfläche und jetzt geht's ans Bauen. So, ich würde sagen, das kommt hier unten rein, wo der Knast ursprünglich hin sollte. Dann haben wir auch eine Verwendung dafür. Und ja, das arbeiten wir hier schön. Schön hier ein. So.
So. So, das sieht jetzt natürlich noch nicht so nice aus. Das wird aber noch. Außer da kommt Kies runter. So. 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 Nice. Das baue ich dann zu. Gut. So, Wertgegenstände in Sicherheit. Ich würde sagen, los geht's auf in den Nether. So. Was brauchen wir? Glowstone, genau. Und Netherrack. Lässt sich zum Glück schön und schnell abbauen. So. Aber das ist eine andere Sache, denn wir brauchen richtig Glowstone und Enderman. Hallo, tu mir nichts. Ich bin doch nur ein kleiner. Oh, da ist Glowstone. Sehr schön viel Glowstone. So. Nein, geh mir nicht. Tu mir nichts. Immer nach unten schauen. Wenn ihr Enderman in die Augen schaut, dann werde ich töten. So, wieder runter. Gut. So, ich nehme jetzt noch ein wenig Neverack mit und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich wieder zurückgehe. Bis gleich. So, mir ist eingefallen, ich bräuchte natürlich auch ein paar Netherwarzen. Ich muss nur aufpassen, dass mich hier nicht so ein blöder Gast erwischt. Und dass ich mich nicht verlaufe. So. Magmawürfel. Die einzigen friedlichen Wesen sind die Pigmen. Bin ich froh, dass sie ja nicht von alleine angreifen. Sonst wäre man hier innerhalb von Sekunden weg. Das Ding ist, wenn du einen angreifst, dann hängen dir alle hinten dran. Nicht mal ein Seelensand ist hier. Ich bräuchte ja nicht mal viel. Ich bräuchte einen. Das würde mir reichen. Und ich möchte ja auch überleben. So Leute, ich habe genug vom Nether gesehen. Lassen wir das mit den Netherwarzen. Da baue ich mir dann lieber doch normale Steine. Gut, ich würde sagen, Glowstone-Staub genug. Und dann würde ich damit auch sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Ansonsten schreibt
in die Kommentare. Checkt die Beschreibung und die Kommentare ab. Da steht ein Link zur Playlist. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ansonsten bis zum nächsten Mal.